Dafür ist sie zu wild. Das ist also die kleine Hummel, die musst du schon. Ja, die stehen lassen in der Luft. Ach so. Und dann mal so rumkreisen. Aber wenn das draußen ja nicht geht, dann kannst du nur bei Grünbord. Ich schätze mal so einen braunen, dunklen Abend, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Ne? Dann könntest du das mal 300 machen. Ja, das ist gut. Ralf, welche Gewichtsklasse hat der? Der ist über 10 Kilo. Wir haben ja jetzt, nachdem wir die Kenntnisnachweise gemacht haben, darf ich ja bis 25 Kilo liegen in meiner Genehmigung. Mhm. Bis 5 Kilo. Was? Bis 5 Kilo. Ja, ohne Kenntnisnachweise. Das ist ja nur 35 Jahre. Eigentlich keiner. Ja, eigentlich. Einweisung. Thomas, wo bist du schon wieder? Ach so, da hat dir dein Akku geklaut, den großen. Ich dachte, da könnte gerade nur mal gestartet mit, oder? Sechs Arme ist das drin. Ah, ist doch ein Kummerteil, oder? Das ist schon was. Das hatte der bei Dingen stehen, aber nicht, das ist nicht geflogen, weißt du, oder das Feld, wo wir es trainiert haben. Hättest du da Interesse auch dran mitzumachen? Rieke zu suchen. Ja, also wir haben aber getestet, das klappt gut mit 10, 15 Meter. Der hat jetzt eine Wärmebildkamera. Das ist natürlich besser mit Wärmebildkamera. Nein, wenn die Feldfelder was warm sind, hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem. Im Sommer hast du ein Problem. Wenn sich da jetzt Steine oder... Okay. Den sieht jeder. Ich sehe ihn aber nur hier drin. Alter. Ja, scheiß Display, das ist die Nils.
stimmt. Guck mal, wie der da in die Luft liegt, das ist doch Wahnsinn, oder? Da musst du die ja mit zwei Mann kalibrieren oder was, ne? Kann das sein? Kompass kalibrieren mit vier Leuten. Du brauchst ja keinen Laubbläser mehr, ne? Fällt jetzt kein Baum. Ich glaube, ich pack ein, da kann ich schon mithalten. Das ist die nächste, wa? Das ist die nächste Größe, ja. Wenn ich Carbon-Propeller benutze, kannst du die als Baumfällung nehmen. Das ist doch Kettenregel, was wir dann machen. Ja. Kannst du neue Kamera halten. So wie ich raus? Ja, ich stelle Fotos drauf. Und so? Ja, mein Ding kannst du schon rum mit raus. Hier sonst du da dran. So ruhig halten. Von wer? Von wo ist der jetzt? Keine Ahnung. Heinz noch fragen. Heinz, du von, ja, auf, wo ist der so gewechselt? Profi-Drohne. Ja, der. Er macht eine Stufe bei der Aufnahme. Nicht klar. Nee, der ist ein Professioneller. Hat er ja schon gesagt. Hast ja mitgekriegt. Wenn wir da beim Testfliegen mal waren. Ja. Also, was filmen wurde, dann einfach ja, muss üben. Ja, das ziehst du nach. Das Ding muss geübt werden. Der Übergang. Ich muss ihn mit dem Kopf dort bewegen. Oh, schneiden mal so fest. Die Hand bewegen. Ja. Lass mal, hey, lass mal landen. Frag mal Frank Rottmüll, der kann ja sagen, der ist ja sehr viel. Oh. Ich kenne den Diagonal nicht so. Herr Rottmüller, können Sie mal hier hinkommen? Ich mache gleich ein paar Fotos.